Warframe hat mit dem letzten Deathstream eine Umfrage gestartet und eine Frage springt da ganz besonders hervor. Wir haben Necromancer, Piraten, Feen und Vampire. Wird es da nicht Zeit für einen Werwolf-basierten Frame? Bitte was? Ja, ja und nochmals ja. Durchstöbert man mal Reddit oder andere Foren, brutal, was es dort für geile Ideen an Warframe-Konzepten gibt. Die Werwolf-Idee geistert wohl schon seit einigen Jahren in den Köpfen der Spieler umher. Das Problem aber an der Geschichte, bis auf Savagoth haben es solche Konzepte, egal wie gut diese sind bzw. waren, leider nie ins Spiel geschafft. Eventuell besteht also hier wieder Hoffnung. Deswegen bin ich auch schon ganz gespannt auf den Deathstream, der jetzt im Februar kommt, in dem der neue Frame, der mit Update 31.5 erscheinen soll, gezeigt wird. Falls du den Deathstream nicht gesehen hast oder eine Zusammenfassung brauchst, schau mal oben in die Infokarte. In diesem Video werfen wir mal einen Blick auf die Konzeptentwürfe der Werwolf-Frames. Links zu allen Konzepten findet ihr in der Videobeschreibung, ebenso das Video von Tactical Potato, der mich auf das Thema aufmerksam gemacht hat. Schaut auf jeden Fall mal gerne bei den Artwork-Designern vorbei. Schlusslicht im Video ist das Artwork eines Frames, der es mir wirklich angetan hat. Gerne dürft ihr mir auch eure Meinungen zu den Wölfchen oder andere Frame-Ideen in die Kommentare schallern. Legen wir aber los mit Frame Nummer 1. Das erste Konzept stand von Elia Strid und wurde erstmals 2018 vorgestellt, Lykan. Das Artwork an sich sieht schon mega mäßig gut aus, aber auch seine Fähigkeiten lesen sich wirklich klasse. Ein Frame, der Feinde mit Sprüngen niederschmettert, diese dann markiert und ihre Genauigkeit senkt, sowie ihren erlittenen Schaden erhöht. Zeitgleich ist es der Markierung erlaubt, sich ähnlich wie Sarins Sporen zu verbreiten. Vollmond, eine weitere seiner Fähigkeiten, alter Falter. Hier reißt er sich Metallplatten vom Körper und verliert beim Casten 50% seiner Rüstung sowie Schilde, wird aber dafür 4 Sekunden unverwundbar. Jeglicher Schaden, der während der Unverwundbarkeit eingeht, heilt ihn als auch Verbündete. Die Idee seiner Ulti feiere ich echt aufs Übelste. Wie nice wäre es denn bitte, astrale Kubos zu beschwören, die einen im Kampf zur Seite stehen. Ähnlich wie die Schatten von Necros, nur halt eben mit weiteren Werwölfen bzw. Kubros. Das hier ist Furion von Demonstar und dieser hat mich mal wirklich direkt mit seinem Design gecatcht. Die Idee dahinter ist ein Infested Werwolf. Seit 2015 gibt's dieses Konzept bereits. Seine Fähigkeiten, wenn man die sich heute durchliest, sind zwar ein wenig in die Jahre gekommen, aber das Design, und ich muss es hier wirklich nochmal ansprechen, mit seinen Evolutionen aller Neide sind wirklich Zucker für die Augen. Zu seinen Attacken würden Sachen wie an Wänden und Decken rennen oder auch das Verschlingen von Gegnern, wie es Grendel ja bereits kann, zählen. Fände ich dennoch irgendwie ein klein wenig super, wenn hier Grendels und Neides Fähigkeiten kombiniert werden würden. Selbst an sich verbessernde Fähigkeiten wurde gedacht. So könnte seine 1 sich nochmals verbessern und Infested würden ihn nicht mehr attackieren, solange Furion es selbst nicht tut. Nicht verbessert springt man wohl zwischen den Formen hin und her. Wie aber schon gesagt, von den Attacken nicht mehr ganz so zeitgemäß, aber das Aussehen lädt direkt zum Verlieben ein. Beide Daumen hoch, verdammt gute Arbeit. Ein sich auf allen Vieren fortbewegender Frame, der Schadensresistenzen für sich und Mitspieler gewährt. Hitzesignaturen durch Wände sehen wäre eine weitere seiner Fähigkeiten. Klingt im ersten Step zwar schon verdammt cool, aber wenn ich mir Dannas Gewuseln auf manchen Maps gerade im Steelpair vorstelle, gut, dann lieber doch im Helmet ersetzen. Was wäre ein Werwolf aber schon ohne Transformation? Das soll seine Ulti bieten, ebenso ähnlich wie bei Valkyr mit eingebauten Klauen. Stun soll er übrigens auch mit einer seiner Fähigkeiten können. Im Konzept hat er für mich ein Mixed-Up aus Valkyr, Ash und einer kleinen Prise Wukong. Designtechnisch auch wieder verdammt gute Arbeit. Kommen wir jetzt zu einem Entwurf, der mich fast hat vom Stuhl fallen lassen. Fenrir von Azurden Art. Ein Wahnsinnsteil. Ich kann gerade mal Strichmännchen zu Papier bringen und dann flattert sowas auf Reddit rum. Visuell verdammt ansprechend. Leider gibt es zu ihm noch keine Fähigkeiten, aber an ihm wird, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, weiterhin rumgebastelt. So, und zwar genau so stelle ich mir auch einen Sci-Fi-Werwolf vor. Selbst seine normale Form, ein richtiger Brecher. Noch geiler wird's ja dann nur noch mit seiner Transformation. Allein schon diese gigantischen Klauen, die möchte man doch eigentlich nur noch selbst gerne schwingen. Definitiv Hut ab vor allen Entwürfen, wirklich gigantisch gute Arbeit. Jetzt bleibt es nur noch für uns zu hoffen, dass DE dies in der Umfrage nicht nur als Scherz gemeint hat. Link zur Umfrage, die noch bis zum 4. Februar andauert, findet ihr unten in der Videobeschreibung. DeviantArt und Reddit, zwei wunderbare Seiten, auf denen es so verdammt viel geile Warframe-Artworks und Konzepte gibt. Reinschauen und mal ein wenig durchstöbern lohnt sich auf jeden Fall. Wie seht ihr das Ganze denn? Würdet ihr einen Werwolf-basierten Frame feiern? Tackert mir eure Meinungen zu den ganzen Artworks gern in die Kommentare und welchen Frame ihr euch denn in Warframe wünschen würdet. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zuschauen, wünsche gute Drops und bis zum nächsten Mal.